Ich habe das Vergnügen, die Referentin des heutigen Abends vorzustellen, ganz kurz. Ich bin zwar eigentlich eine Laie, was erziehungswissenschaftliche Forschung angeht, aber dadurch, dass ich an der Reihe teilhaftig werden darf, denke ich, werde ich selber auch einiges lernen und darf mich ja dann auch erstmal in die Publikumsreihe versetzen. Frau Professor Maria Anna Kreinbaum ist Professorin für Theorie der Schule und allgemeine Didaktik an der Universität, an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie hat auch als Frauenbeauftragte an der Universität Dortmund gearbeitet, was ja für mich als Genderbeauftragte sozusagen auch an der Uni hier ganz wichtig ist. Sie weist sich aus als Spezialistin für dieses Thema, weil sie sich mit schulischer Sozialisation und Geschlechtererziehung sehr stark befasst hat in ihrer Berufslaufbahn. Das heißt also, dass wir heute einen Auftrag hier vollbringen wollen, der da als Grundlage dient für die Reihe, die sich aus dieser ganzen Angelegenheit entspinnt und erstrickt. Und worauf ich am Anfang noch hinweisen wollte, was ich auch vergessen habe in der Aufregung, ist, dass ich erfahren habe, dass ich über Facebook schon eine ganz tolle Community irgendwie zusammengesponnen hat, bevor überhaupt heute der Abend zustande gekommen ist. Und wir uns darüber sehr freuen, dass es also auch eine Diskussion außerhalb des Hörsaals gibt und geben wird sicherlich weiter. Und wir freuen uns aber noch mehr, wenn es auch eher reale Gesichter hier gibt, die sich im Verlauf der Reihe in ihrer Form und vielleicht noch in, durch Weitererzählung noch mehr vermehren werden. Ja, vielleicht möchten Sie noch etwas ergänzen, weil ich ja mich recht knapp gehalten habe. Ansonsten würde ich sagen, wir eröffnen und es geht los. Dann wünsche ich eine spannende Vorlesung und hinterher auch eine anregende Diskussion. Vielen Dank. Guten Abend. Es klappt ja, ne? Als ich mich bereit erklärt habe, hierher zu kommen, habe ich nicht so ganz genau gewusst, was mich erwartet. In der Vorbereitung jetzt konkret auch nicht. Und das merkt man direkt daran. Ich bekam dann diesen Titel vorgeschlagen, Sex in Schools, und habe dann gedacht, Buch, was ist das denn für ein Titel? Ja, das Sexy kommt da drin vor, hat das was damit zu tun? Dann habe ich das nachgeschlagen und habe gefunden, dass das meint, im Biologischen die Geschlechtsbestimmung bei Tieren. Also, ja, und da habe ich gedacht, ah, wenn es das meint, dann ist meine Aufgabe, immer wieder Bestandsaufnahmen zu machen, zu gucken über verschiedene Zeitpunkte, wie sieht es in der Schule aus, hat die Schule ein Geschlecht, spielt das Geschlecht eine Rolle und wenn ja, welches und wie verändert sich das über die Jahrzehnte. So habe ich es verstanden, dann komme ich hier hin, frage meine Kollegen nach und er sagt, ja, wir haben das gemacht, weil wir meinen damit das Prägende. Ja. So, das sind kleine, aber feine Unterschiede, denn vorbereitet habe ich mich jetzt nicht so sehr aus der Schulperspektive, sondern aus der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung auf diese Diskurse zu gucken, auf die Methoden, auf die Forschungsergebnisse zu gucken und immer wieder Zwischenbilanzen zu ziehen. Das ist hoffentlich auch anregend. Ich könnte das auch ganz anders und ich, wie auch immer, das kann man nochmal gucken. Hätte auch theoretisch in meinem Rechner genügend Präsentationen, die genauer auf die Konstruktion von Geschlecht eingehen würden. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem vorbereiteten Weg. Diese Debatten darum, wie sehr die Schule die Menschen prägt und auch in Geschlechterrollen drängt, die ist so alt, wie es Schulen gibt. Schulen gibt es ja 1532 in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, habe ich mir sagen lassen, wurde zum ersten Mal Schulpflicht eingeführt, nicht umgesetzt, aber eingeführt. Tatsächlich umgesetzt ist ja eigentlich erst im 20. Jahrhundert, auch wenn man sagt, dass das 18. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert schon Schulpflicht ziemlich gut gebracht hat, aber die Schule war ja immer eine Schule, die nicht für alle da war, sondern sie hat sich gerichtet, zunächst einmal nach den Ständen war Bildung vorhanden, insbesondere höhere Bildung für die Adeligen und die Söhne von Militärs und die höheren Töchter bekamen auf eigenen Wunsch, also sozusagen auf Drängen der Eltern, dann eigene Schulen, die waren aber nicht höher, sondern die waren für die höheren Töchter. Ja, also es war ein langer Kampf, bis es Bildungsgleichheit, Bildungsgerechtigkeit gegeben hat und wir haben auch heute noch immer keine Bildungsgerechtigkeit im Schulwesen. Erzeugt, da ist das Geschlechterverhältnis ein wichtiger Aspekt, aber lange nicht der einzige. Ich zeichne jetzt die unterschiedlichen Stränge der sogenannten Koedukationsdebatte nach. Das ist eigentlich ein falscher Begriff. Der hat was damit zu tun, wie
wie die Mädchen an Bildung kamen. Und dass lange das Nebeneinander Mädchen und Jungen waren, aber jetzt haben wir schon so lange Koedukation, dass man sich vielleicht mal eine andere Frage, vielleicht Sex in Schools, überlegen müsste. Ich gehe so vor, ich ziehe hier verschiedene Zeitschienen ein und versuche Bestandsaufnahmen zu diesen unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen, die Debatten zuzuspitzen, zu sammeln und das auch außer in Erläuterung in Thesen abzubilden. Die erste These. Historisch gesehen ist der Kampf um Bildung, um Zugang zu höherer Bildung auf unterschiedlichen Ebenen parallel geführt worden. Es ging nicht nur darum, Mädchen zur höherer Bildung zu bringen, sondern auch Arbeiterkinder an Hochschulen, die Bildsamkeit für Behinderte erst einmal durchzusetzen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch Bildsamkeit zuzusprechen. Und insgesamt ist das Ganze auch ein Projekt von Demokratieentwicklung. Denn wenn Bildung für bestimmte Stände oder für bestimmte Teile der Gesellschaft reserviert ist, dann ist das ja unter Demokratieaspekten noch gar nicht ausgeschöpft. Die Schule ist eine Institution der Gesellschaft und die Schule soll die Kinder und die Jugendlichen tüchtig machen, wie das Fritz Hornet gern Schleiermacher gesagt hat, tüchtig machen, in die frei werdenden Positionen einzutreten. Das ist sozusagen der erste Teil, Kontinuität zu erhalten und sie auch tüchtig zu machen, in die anstehenden Veränderungen oder Verbesserungen mit Kraft einzutreten, also den Wandel der Gesellschaft, den Fortschritt der Gesellschaft voranzutreiben. Dazu müsste man ja erst einmal anerkennen, dass diejenigen, die da was anderes wollen, aus der Jugendposition heraus im generationalen Wandel, auch etwas anderes dürfen. So einfach war das aber nicht, denn die Schule ist ja eine Institution, die normiert. In der Schule sind die Sekundärtugenden für Pünktlichkeit, Fleiß, Ordnung, ordentliche Heftführung, sowas sich melden und all diese Dinge sind mindestens so wichtig, weil sie fließen in die Benotung und in die Bewertung der Schülerleistungen ein. Man hat das in den 70er Jahren als heimlichen Lehrplan entdeckt, der hinter dem eigentlichen Lehrplan ist und den man gar nicht diskutieren kann und der in der Regel mittelschichtsorientiert ist. Der sogenannte Normalschüler war erstens ein Junge und dann war er auch angepasst an das System Schule. Der war nämlich von Haus aus bereit zu lernen und tat er das nicht oder war es ein Mädchen, dann waren die höheren Bildungsschritte verwehrt. Mein Kollege Heinz Sünker in Wuppertal ist im sozialpolitischen Feld aktiv, ein sehr schillernder Mensch und der spricht gerne vom deutschen Bildungssystem als einem von Bildungsapartheid gekennzeichneten. Und er beruft sich dabei auf Heidorn, der ja auch Bildung als Überlebensmittel bezeichnet hat. Bildung wird so etwas Ganze wie Schule ja erst, wenn man nicht nur Wissen anhäuft, sondern wenn man versteht und wenn man selber aktiv wird. Also wenn man die Anerkennung von Welt, die ja dann auch das Verändern der Welt bedeutet, wenn das gelingt. Und bei der Bildungsapartheid, von der Kollege spricht, da geht es dann auch eher darum, dass die soziale Gesellschaft nicht abgebildet ist im Bildungssystem, sondern dass es Mechanismen gibt, wo die herrschende Klasse, wie er das gerne nennt, also die eher reicheren Menschen mit intensiverem Zugang zur Bildung dafür sorgen, dass die ärmeren Schüler, auch wenn sie kluge Köpfe haben, möglichst nicht auf denselben Gymnasien sind wie die eigenen Kinder. Der Ausgangspunkt ist die Zeit zu Beginn der Gründung der beiden deutschen Länder, Westdeutschland und Ostdeutschland, und da haben wir sehr unterschiedliche Bedingungen. Während in Ostdeutschland die Einheitsschule galt und Koedukation von Anfang an, war das in Deutschland anders. Da wurde die Dreigliedrigkeit eingeführt, die ja eigentlich auch eine Viergliedrigkeit ist, weil die Kinder mit Förderbedarf, wie sie heute heißen, in 10 verschiedenen Sonderschulen sich wiederfinden. Und die höhere Bildung war in den meisten Bundesländern zunächst einmal eine getrennte Bildung für Mädchen und Jungen. Die Debatten um eine Veränderung des Bildungssystems setzten in Westdeutschland mit dem sogenannten Sputnik-Schock ein. Der 57, das wissen Sie nicht, weil Sie aus dem eigenen Erleben, jedenfalls die Mehrzahl nicht, und ich habe das auch nicht am eigenen Leibe erlebt, aber da
haben die Russen es geschafft, die Rakete ins All zu schicken, bevor die Amerikaner das konnten. Und es ging ja immer um den Wettlauf der Systeme. Und dann schien das Bildungssystem im Osten deutlich besser zu sein und mehr Technologie und Leistung hervorzubringen. Und dann hat man gesagt, oh, wir müssen vielleicht doch mehr als die 5%, die bis dahin zum Gymnasium gingen, befähigen, höhere Bildung zu erlangen. Denn selbst wenn die 5%, die dann Abitur machten, alle Lehrer werden, wurden für diese geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren nicht genügend Lehrer da gewesen sein und von anderen Berufen, die man an der Uni studiert, ganz zu schweigen. Dann hat man auch, außer dass man jetzt für mehr Schulen sorgen wollte und für leichteren Zugang, das katholische Arbeitermädchen vom Lande, das da als die Kunstfigur entdeckt worden ist, die am stärksten benachteiligt wird, hat man auch geguckt, was unterrichtet man eigentlich in den Schulen. Und die Idee der Curriculum-Revision wurde diskutiert. Bis dahin gab es überwiegend einen festen Kanon an Wissen, der sollte der nächsten Generation weitergegeben werden. Und das war eine ziemlich starre Angelegenheit. Man ist dann übergegangen, auf Deutschland bezogen, in den meisten Bundesländern, die Themen eher in Rahmenplänen, eher Anregungen zu geben, wie welche Bereiche behandelt werden sollen. Und es war nicht mehr so stark festgelegt, dass man wie in Bayern wusste, an jeder Stunde, welches Thema im Unterricht dran war. So klar ist das festgelegt gewesen und weitgehend immer noch so. Wenn man sich die Curricula anguckte, dann guckte man auch auf die Schulbücher. Und in den Schulbüchern, da fand sich in etwa dieses Geschlechterbild wieder. Sie kennen das sicherlich alle, Schillers Lied von der Glocke 1799. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau in dieser Polarität. Wenn Sie das Lied nochmal lesen oder dieses Gedicht lesen, dann ist das durchaus was zum Schmunzeln. Man kann sich vorstellen, dass 200 Jahre bald oder 180 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Rollenskript, was hier vorhanden ist, nicht mehr auf die Realität trifft, schon gar nicht auf die Bedürfnisse. Und es gab ja dann nicht nur eine Bildungsreformbewegung in den 60er Jahren, die Studentenbewegung, die den Muff aus den Talaren schütteln wollte, sondern eben auch eine sehr starke Frauenbewegung, die für ganz verschiedene Ziele kämpfte, Lohn für Hausarbeit zum Beispiel, dafür, dass Frauen in Männerberufen akzeptiert werden, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt und mein Bauch gehört mir für die sexuelle Selbstbestimmung und das Recht darauf zu entscheiden, wann man ein Kind bekommt oder nicht. Die Schule in dieser Bestandsaufnahme, jetzt etwa um 1975, wurde erkannt als ein Ort formaler Gleichheit zunehmend, aber zugleich war sie ein Ort diskreter Diskriminierungen, die überall spürbar waren. Die waren also nicht in Gesetze gegossen, aber dennoch war im Verhalten, in den Erwartungen diskrete Diskriminierung ständig präsent. Die 75, das ist so das Jahr, in dem die Umstellung auf Koedukation in den Ländern, in denen es sie noch nicht flächendeckend gab, begonnen hat. Und mein Land gehörte dazu, Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme. Und man hat also nicht nur gemerkt, dass Schulbücher und Kinderbücher sexistisch sind, sondern dass es auch Fächer gibt, die man eher den Mädchen zudenkt und von Jungen frei hält und umgekehrt. Und das waren einmal diese einzelnen Fächer wie Technik und Handarbeiten. Aber das ist auch so, dass als Koedukation kam und gleichzeitig die gymnasiale Oberstufenreform einsetzte mit Grund- und Leistungskursen, dass dann sich immer mehr Geschlechterreviere des Wissens, wie wir das genannt haben, herausbilden. Da waren Physik weitgehend mädchenfrei und auch lehrerinnenfrei. Und dafür waren die Sprachen fast ausschließlich von Mädchen besetzt. Und es gibt so etwas wie einen heimlichen Trend, das auch zu sagen. Und ich meine, es ist erfreulich, wie gemischt, geschlechtergemischt dieses Publikum ist. Wenn in meiner Universität ist der Anteil von Frauen im Lehramtsstudium bei 90%. Das ist doch wirklich eine unglaubliche Prozentzahl. Ja, da sind Jungs mangelbar. Also, es entstand also nicht nur eine Frauenbewegung, die sich um die allgemeinpolitischen Ziele kümmerte, sondern auch eine Frauenbildungsbewegung. Und hier kommt meine zweite These, das ist nämlich eine sehr besondere Bewegung, hier in dieser Bewegung organisiert, und die ging durch die gesamte Republik, und die gab es auch in Ostdeutschland,
waren Wissenschaftlerinnen, Lehrerinnen und Mütter und Frauen, die es sonst interessierte, unterstützt von einigen wenigen Wissenschaftlern, einigen wenigen Lehrern und sehr vielen Vätern, die natürlich auch wollten, dass ihre Töchter gute Bildungschancen haben, vertreten. Und sie war eine doppelte Bewegung. Zum einen sollten die Leistungen der Mädchen in der Schule so gewertet werden, wie sie ihrem Vermögen entsprachen. Man wollte Mädchen noch zu mehr Leistungen bringen. Und dazu muss man wissen, dass die Abiturquoten von Mädchen denen der Jungen weit unterlegen waren. Also wenn wir heute mehr Mädchen Abitur machen lassen als Jungen, dann war das zu der Zeit hier 75 noch überhaupt nicht der Fall. Es gab, weil es Mädchenschulen gab, überhaupt nur ein Drittel der Schulen an Gymnasien, die Mädchen offen standen. Und erst mit der Einführung der Koedukation wurde diese formale Ungleichheit aufgelöst, sodass aus dem einen Drittel allmählich dann die Hälfte und dann sogar mehr wurden. Und gleichzeitig wurden die Lehrerinnen professionalisiert. Das heißt, Lehrerinnen hatten bis dahin eine sehr reduzierte Vorstellung davon, was ihre Aufgaben waren. Die machten ihren Unterricht, sorgten sich um das Schicksal der Schülerinnen und Schüler, aber übernahmen keine Funktionen, entwickelten Schule nicht weiter, strebten weniger eine Schulleitung und andere Funktionen an. Und wenn man mal guckt, diese Pyramide, wir haben die Mütter, die für die Kinder in den ersten drei Lebensjahren allein verantwortlich waren, weitgehend. Dann die Erzieherinnen, die fast ausschließlich Frauen sind. Dann in den Grundschulen sehr, sehr viele Frauen als Lehrerinnen. Und je älter die Kinder werden und je mehr die Bildung sozusagen herausfordernder und anspruchsvoller wird, umso mehr fand man gerade in der Zeit Männer in den Positionen. Und der Anteil der Frauen, die Professorinnen waren, lag mit 3% wirklich verschwindend gering. Wir sind hier bei über 20% mittlerweile und sind bei mehr Normalität angekommen. Diese Phase, in der sowohl auf Seiten der Schülerinnen und Schüler in den Schulen konkret viel passierte und auch bei den Lehrerinnen und das Ganze als wissenschaftlicher Diskurs geführt wurde, war eine glückliche Phase, weil wir hier die Entdeckungen über Diskriminierung und das Verstehen davon, wie Sozialisation läuft oder wie Sexing in dem hier vertretenen Sinne läuft, die war in der Wissenschaft geteilt mit der öffentlichen Meinung. Das klingt ungewöhnlich, weil wir das heute nicht mehr haben, aber wir haben so viel Aufbruch gehabt dann zu Beginn der 80er Jahre, dass eigentlich in den großen Medien die Fragestellungen breit diskutiert wurden und es eine deutliche Übereinstimmung der wissenschaftlichen Meinung mit dem Erfahrbaren in den Schulen gegeben hat. Aber warum muss man denn eigentlich auf die Leistungen von Mädchen in besonderer Weise hinweisen? Warum muss man sensibel werden? Man könnte ja sagen, wenn jemand gut ist, setzt er oder sie sich auch durch. So ist das aber nicht. Für die Zeit hier, jetzt sind wir etwa bis 1980, lässt sich sagen, dass Studien deutlich belegen, dass die Leistungen von Mädchen anders wahrgenommen werden als die Leistungen von Jungen. Karl-Heinz Ingenkamp, 1978 zum ersten Mal erschien der Band Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Der fragt natürlich danach, es ist fragwürdig, weil die so subjektiv sind, ja? Weil gar nicht objektiv gemessen wird, was da an Leistung ist. Denn wenn man denselben Aufsatz, dieselbe Mathearbeit Lehrpersonen zur Korrektur gibt und man sagt, es ist von einem Mädchen geschrieben, dann sind die Leistungen schlechter bewertet, als wenn man sagt, das hat ein Junge geschrieben. Und die Leistung wird besser bewertet. Überhaupt hat man eine Bandbreite davon, dass dieselbe Arbeit mit 2 oder mit 5 bewertet wird. Ja, oder man kennt die Fälle, also warum es die Zensurengebung insgesamt fragwürdig ist. Man fängt mit einem Stapel von Klausuren an. Bei den ersten ist man ganz streng und man wird immer milder. Dann wird man wieder genervter und wird wieder strenger. Ja, also es ist gerne eine Frage der Reihenfolge und der Tagesform und was, ja, was alles gerade so passiert ist, das fließt alles mit ein und deswegen ist Zensurengebung insgesamt fragwürdig, aber eben auch unter den Geschlechteraspekten in den 70er Jahren, muss man eigentlich immer dazu sagen, weil ich würde mir vorstellen können, dass unter der aktuellen jungen Debatte das vielleicht auch anders aussieht. Michelle Stanwyth hat in England eine Untersuchung gemacht, Gender in Schooling. Sie hat mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen von in England A-Level-Kursen, also die beiden letzten Schuljahre, die zum Abitur führen.
Und sie hat einfach gefragt, wer ist denn in deiner Klasse? Und dann haben sie gesagt, da ist der Michael, der ist besonders gut, und da ist der Thomas, der hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung, aber sonst ist der auch pfiffig. Und dann ging das so weiter, ja? Und der Rest sind Mädchen. Also diese individuelle Wahrnehmung der Jungen und das eher verschwimmende Bild von Mädchen. Man muss immer dazu sagen, es war in den 70er Jahren und wir können nicht sagen, dass das heute noch so ist. Angelika Wagner und Heidi Frasch, aus der auch hier die Imperativverletzungsstudie ist, die haben junge Lehrerinnen und Lehrer videografiert und haben auch da herausgefunden, dass die Jungs im Unterricht zahlenmäßig, also in der Kontrolle der Anzahl, mehr reden dürfen, länger reden dürfen und weniger unterbrochen werden. Und sie haben bilanziert, auf Jungen achtet man einfach mehr. Ja, das sind sozusagen die Studien der 70er Jahre. Und man muss sagen, wir sind in den 70er Jahren jetzt in einer Hochzeit der Ablösung. Wir haben 1900, konnte Möbius, einer der wenigen Universalgelehrten, die es mal so gegeben hat, ein Buch veröffentlichen, das heißt über den physiologischen Stimmzug des Weibes. Und er hat anhand von Kopfumfangmessungen nachgewiesen, wie die großen Denker große Gehirne haben und deswegen ja auch viel klüger werden, und hat dann so verkümmerte Köpfe von Frauen daneben gestellt und wollte beweisen, dass, dass sie gar nicht denken können. Oder die Idee, dass die Gebärmutter verkümmert, je mehr der Kopf sich ausbildet, also die Zeuge, die Kindermöglichkeiten auch bei klugen Frauen gering sind. Das hatte 12 Aufnahmen bis 1912, man muss es sich vorstellen. Und wie schwer das ist, in einem Klima groß zu werden, in dem den Frauen die Bildsamkeit abgesprochen wird, in der behauptet wird, sie sind zu höherer Bildung, zu intellektuellen Leistungen nicht fähig, das kann man sich vorstellen. 1975 rum hatte sich das so langsam abgelöst. Es gab immer schon Bestrebungen, dass es nicht eine Hierarchie geben muss, sondern vielleicht eine Andersartigkeit in der Verschiedenheit. Das ist der Differenzansatz. Der wird dann abgelöst um 1990 vom Dekonstruktivismus, indem man jetzt sagt, jeder Mensch hat seine individuelle Lerngeschichte, alle Erfahrungen prägen und es kommt nicht auf das Geschlecht an. Um 1980 hatte sich die Koedukation also durchgesetzt, das ging rasend schnell, innerhalb von 5 Jahren waren 98% aller Schulen umgestellt. Und wir haben nach der kurzen Phase der Koedukationseuphorie nun eine harsche Ernüchterungsphase. Dass die Inhalte sich eigentlich gar nicht an die Mädchen richten, dass die jungen Curricula nun in der koedukativen Klasse benutzt wurden, dass die Bücher, die vorher den Jungen zur Verfügung standen, jetzt auch für die Mädchen gelten sollten, ohne irgendwas zu ändern. Das war die Kritik an den Inhalten. Die Interaktionen waren eben, wie beschrieben, auf Jungen achtet man einfach mehr, dass Jungen im Unterricht sowas wie Dominanz zeigen konnten, Definitionsmacht hatten. Und die institutionelle Ebene, wie sind Funktionsstellen verteilt, wo findet man Frauen, wo findet man Männer, das ist der dritte Punkt. Und die Schule ist eben jetzt ein Ort formaler Gleichheit, aber zugleich deutlich von diskreten Diskriminierungen erfüllt. Wir haben gleichzeitig jetzt hier mit den 80er Jahren die Hochzeit der Ideologie, der ideologisch geführten Debatte erreicht. Also wenn Möbius sozusagen mit Misogynie den Frauen die Bildsamkeit abgesprochen hat, also mit Frauenfeindlichkeit, dann war jetzt die Zeit, in der Frauen stark genug waren, sich zu Wort meldeten, selbstbewusst waren, aber sie folgten eigentlich immer dem Täter-Opfer-Schema. Frauen sind Opfer, ihnen wird alles weggenommen oder nicht zugestanden, sie werden unterdrückt im Klassenzimmer und schuld sind die Männer. In den 80er Jahren, das war die Zeit, als ich etwa auf ihrem Platz gesessen habe, da haben wir wunderbar diskutiert, jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger. Wenn Männer dann mitdiskutiert haben, mussten wir das aushalten können. Ja, also es war eine Hochzeit davon, sozusagen die Schuld einfach jetzt mal zur anderen Seite zu schieben und daraus eigene Stärke zu beziehen. Das hat ja dann manchmal Pendelbewegungen. Und zu allen diesen drei Feldern gab es Untersuchungen. Die Schulbuchanalysen waren relativ schnell erschöpft.
Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich die Schulbuchverlage massiv angeschrieben worden, auf ihre Verfehlungen sozusagen aufmerksam gemacht wurden, die Frauen immer nur als Mütter darzustellen, fast ausschließlich ohne Berufstätigkeit, Männer aber dafür berufstätig und mit vielen Eigenschaften zu versehen und so viele Schieflagen zu haben. Und das hatte Auswirkungen auch auf die Berufsorientierung von Mädchen. Wenn man wenig Modelle hat, fällt es einem schwerer, sich selber in einem beruflichen Feld hinein zu imaginieren. Aber die waren ziemlich schnell abgehakt. Das hat auch was damit zu tun, dass die Pädagogik, die Didaktik sich weiterentwickelt hat und wir lange jetzt weg sind von einem lehrenden, belehrenden Unterricht. Sondern wir wollen ja, dass aktiviert wird, dass man seine Bildung selbst in die Hand nimmt und dazu muss man auch in der Lage sein, den Unterricht zu gestalten und nicht nur zuzuhören. Bei den Interaktionen hat man frühe Studien gehabt, die waren von dieser Schuldzuweisungshaltung, von der männerfeindlichen Haltung geprägt und die eigentlichen ethnografischen Studien kommen erst so um 2000 rum. Die späten 80er, die frühen 90er Jahre, das ist die Zeit, in der man auf die Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern schaut. Und da gibt es interessante Studien. Karin Flake hat unter dem Titel veröffentlicht, Die Angst vor der eigenen Stärke. Sie hat ihre Habilschrift seinerzeit gemacht mit Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern, ich glaube 200. Und sie hat versucht herauszufinden, ob die unterschiedlich Lehrer sein ausüben. Und sie sagt, die Lehrerinnen, die leiden eigentlich darunter, dass sie streng sein müssen, dass sie schlechte Noten geben müssen, dass sie sitzen bleiben lassen müssen. Die Lehrerinnen möchten eigentlich mit ihrer Liebe die Welt verändern, so hat sie das gesagt. Und die Männer, die wissen im ersten Semester schon, dass es eine Karriere gibt, dass man Schulleitung übernehmen könnte, die definieren ihre Professionalität auf der Sachebene. Die sagen, ich mache meinen Stoff, ich gebe meinen Stoff wieder und wer mir nicht zuhört, hat selber Schuld. Also sie gucken nicht auf die Passung, das, was ich anbiete, passt was auch, wie dockt das an bei den Schülerinnen und Schülern, was wir heute gucken, wie sind die Lernwege, was ist das Vorwissen, wie kriegen wir das aktiviert, sondern die haben sich sozusagen auf so eine abstraktere Professionsebene zurückgezogen. Ich selbst habe auch über die innere Zerrissenheit von Lehrerinnen mitgearbeitet, also in meiner Dissertation war das ein Teilaspekt, denn ich habe Lehrerinnen gefragt, die gerade den Umstellungsprozess auf Koedukation mitgemacht haben. Also ihre Schule hat sich umgestellt und was hat sich eigentlich geändert? Und sie berichteten von dieser inneren Zerrissenheit, nämlich davon, dass sie jetzt Ellbogen ausfahren müssen, konsequent sein müssen, hart in der Stimme sein müssen und mit dem ansozialisierten Frauenbild von Weichheit, Nachgiebigkeit und die Liebe, mit der man die Welt verändern möchte, hat das wenig zu tun. Und diese Zerrissenheit war zu spüren und ich konnte dann merken, dass diese Lehrerinnen, die einen gewissen Konflikt zwischen dem professionellen Anspruch und sich als weiblichen Menschen sehen, dass sie durchaus verführbar waren, nämlich wenn die Jungs, die sie eigentlich zum Hartsein zwangen, weil sie eher unruhiger waren, wenn die dann mit ihnen flirteten oder wenn sie auf der mütterlichen Ebene bestärkten, ja, dann konnten sie auch um den Finger wickeln, das war wirklich interessant zu sehen, sodass das so ein Stück wie Heilung wirkte von diesem ständigen Konflikt, vor dem man sich gestellt sah. Hat was mit den Frauenbildern in der Gesellschaft zu tun, wenn Frauen eigentlich dieses liebe, sanfte, zurückgenommene als Ideal haben sollen und die professionelle Rolle aber Strenge und Härte und Durchsetzung von ihnen verlangt, dann kann man sich vorstellen, dass solche Konflikte auftauchen. Und die nach der Umstellungsphase, bei denen konnte man das jedenfalls sehen. Elmar Weierhäuser und Ulrike Fikera, die haben auch Studien gemacht und haben geguckt, welche Situationen sind das eigentlich, wenn die Frauen ihre eigene Autorität abgeben. Und das ist immer dann, wenn sie in einer Klasse Disziplinkonflikte haben und die Schüler zum Rektor schicken. Ja, solche. Also auf dieses Verhältnis sind sie aufmerksam geworden. Und das ist klar, das ist auch nicht professionell. Ich muss die Konflikte, die im Klassenraum entstehen, als Lehrperson lösen können. Und ich kann es mir zwar leicht machen, aber ich mache es mir auf lange Sicht sehr viel schwerer, wenn ich das nicht schaffe, eine so eindeutige Haltung einzunehmen. Das selbst unsichtbar machen und von Lehrerinnen, die ihre eigene Autorität untergraben, die sich nicht in Funktionen bewerben, nicht in Fortbildung gehen, ist ein Ergebnis, fehlt hier anzugeben von Edith Lumpler, auch um Ende der 80er Jahre.
Ja, ich habe dann meiner Doktorarbeit, ist schon eine ganze Weile her, mehr als 20 Jahre, versucht, den Stand der Debatte zu systematisieren. Das ist das heißt soziopsychologischer Bildungszirkel, und man kann an jedem Feld anfangen und versucht dann, sich von Feld zu Feld zu hangeln und zu erkennen, was denn da eigentlich passiert. Und die Felder, die gegenüber sich liegen, haben miteinander zu tun. Und ich habe also dann in vielen Lehrerfortbildungen versucht, den Lehrerinnen und Lehrern zu zeigen, wenn sie an irgendeinem Feld anfangen, dann wird das aus einem Teufelskreis, der sozusagen eine Abwärtsspirale ist, möglicherweise in eine Gewinnspirale umgehen, die dann zu mehr Gleichheit in der Schule führt. Ich möchte Ihnen das nicht genauer, Sie können das mal nachlesen. Ich bin zwar nicht ganz so intensiv in diese Falle von Schuldzuweisung getroffen, aber wenn ich Ihnen das jetzt mit den Forschungsergebnissen von vor gut 20 Jahren erklären würde, müsste ich meine eigenen Fallen in Ideologie auch sehen. Ich habe das dann nochmal versucht, etwas leichter lesbar zu machen. Das erkläre ich Ihnen dann aber später. Jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Jahr von 1990. Sie wissen, wie wichtig das Ende der 80er Jahre, der Beginn der 90er Jahre, was das für eine Wahnsinnszeit gewesen ist. Ich bin heute in der Nikolaikirche gewesen und ich kann mir gut vorstellen, wie sich das hier angefühlt hat an diesem Montagabend oder an vielen Montagabenden. Der Aufbruch war auf ganz vielen Ebenen. Das ist ja nicht nur dieses neue Zusammengehen und die friedliche Revolution von 1989. Es gab gerade die Zeit war offensichtlich wirklich reif für Veränderungen und Aufbrüche. Es ist das Jahr, in dem Judith Butler Gender Trouble veröffentlicht hat und es auch hier mit dem Unbehagen der Geschlechter angekommen ist. Ein Buch, das wie ein Quantensprung hier die Debatten verändert hat. Nicht nur dieses Buch alleine, es gab schon immer Vorläufer, es gibt auch danach noch kluge Erkenntnisse, aber in dieser Zeit hatte das fruchtbaren Boden. Carol Hageman-White, die hat die Expertise veröffentlicht zum 6. Bildungsbericht, der Mädchenbericht hieß. Da merkt man auch dran, wie viel an der Stelle passiert ist im Verhältnis der Geschlechter. Es gab bis dahin 5 Jugendberichte. Die waren aber, hat man gemerkt, eigentlich Jungenberichte, weil Mädchen da eigentlich nicht vorkamen. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie geht es denn den Mädchen. Und Carol Hageman-White hat diese Expertise verfasst, Sozialisation, weiblich-männlich, Fragezeichen, ein immer noch sehr lesenswertes Buch, auch wenn es jetzt schon 30 Jahre alt ist. Carol Hageman-White sagt, dass wir die Geschlechterverhältnisse ständig in Kommunikation und Interaktion selber herstellen. Und das ist auch, also das passiert so selbstverständlich und beiläufig, das kriegen wir manchmal gar nicht selber mit. Wir nehmen aus den uns zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen aus unserem Repertoire genau die Modelle raus, mit der wir unser eigenes Geschlecht mittransportieren und uns gegenseitig versichern, wie ich weiß, ich bin eine Frau, du weißt auch, ich bin eine Frau. Und wenn es ein Mann ist, der einem gegenübersteht, dann versichert man sich darüber, dass man versteht. Du bist ein Mann, ich bin eine Frau oder umgekehrt. Und das ist so en passant, dass Sie werden das wissen. Ich habe gerade als letztes kleines Forschungsprojekt mit Studierenden über Männlichkeiten nach Meuser und Connell und sowas geforscht und wir haben Transnational Business Masculinities untersucht. Das sind diese Männer wie George Clooney in Up in the Air, sozusagen losgelöst vom eigenen Land, von einer Firma, von einer Familie, die sich auf der ganzen Welt bewegen und eigentlich für nichts verantwortlich sind. Also dieses entwickelt Michael Meuser als das Modell, das diesen hegemonialen Männertyp ablöst, der sich so in der Gesellschaft nicht mehr halten kann. Und wir haben nun, haben die Studentinnen und Studenten einzelne Männer, die sie für solche gehalten haben, interviewt. Und
es war so auffällig, wie das sozusagen wie Schuppen von den Augen fällt, wenn die Frauen Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten und die Männer sind berufstätig. Und wie selbstverständlich wird das eine und das andere getan, ohne dass man darüber ein Arrangement treffen muss, dann weiß man, wie inkorporiert all diese Geschlechternormen und Anforderungen im Leben laufen. Natürlich müssen Kinder versorgt werden, keine Frage. Die Frage ist, wer das macht, wie man das teilt, wie viel da auch gesellschaftliche Aufgabe ist und auf welche Rollen man sich zurückzieht. Aber diese, also dieses so gar nicht hinterfragen und denken, es müsste so sein, das ist etwas, was wir eigentlich aus allen Facetten des Lebens ständig als Anforderung bekommen. Und diese, also klar, 1990 noch weniger als heute. Heute ist es selbstverständlich, dass Frauen in der Politik mitmischen, nicht wahr? Zunehmend auch jetzt in diesen DAX-geführten Unternehmen können wir jeden Tag lesen, dass da wieder eine mehr ist. Ist noch nicht weit entfernt von Parität, aber ist möglich. Und jedes, was möglich ist, sozusagen zieht immer was nach. Judith Butler und die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlarven dieses scheinbar sichere Wissen über die Faktizität des Geschlechts als Illusion. Sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der Ebene des Gender. Körperlich, Sie wissen das, so einfach ist das nicht. Gibt es wirklich nur zwei Geschlechter? Und Sie haben gerade gesagt, trans, queer, inter, wie auch immer. Ist ja auch Thema in dem Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien. Und es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, dass wir wüssten, was Frauen sind, was Männer sind. Ja, ich könnte Ihnen jetzt diese Eigenschafts-, ich habe ein wunderbares Eigenschafts-ABC, das kann man runterlaufen lassen und Sie können mal versuchen, ob es irgendeine Eigenschaft gibt, die es nur Frauen oder nur Männer hätten. Ja, das wird einem nicht gelingen, auch spontan vielleicht, aber beim Nachdenken wird man immer Beispiele dafür finden, dass es doch ganz anders ist. Wir spielen Theater, hat Goffman gesagt, und bei seinem Buch Die Interaktion der Geschlechter spricht er von Genderism oder Genderismus. Das sind Vorschriften und Regeln, die in Institutionen etabliert sind, die so tun, als müsste es sein, dass Mädchen und Jungen was Unterschiedliches sind. In der Schule ist es leicht, man führt die Klassenliste, vielleicht nach dem Alphabet, aber vielleicht auch erst die Jungs im Alphabet und dann die Mädchen nach Alphabet. Man lässt sie auf dem Schulhof in Zweierreihen antreten, erst die Mädchen, dann die Jungs. Und immer ist die heimliche Botschaft, es ist was anderes. Wir müssen die Unterschiede betonen und vermischen ist nicht erlaubt. Ja, das sind, also Goffman ist dann auch schon wieder 20 Jahre her und es verändert sich, auch das Schulleben verändert sich, aber wir sind ja hier noch bei den Bestandsaufnahmen. Aber man kann verstehen, wie sich sowas einschreibt in den Körper, wie das aus, also gar nicht im Bewusstsein ist, sondern als so selbstverständlich hingenommen wird, dass es einfach nicht hinterfragt wird. Das Wichtigste, was man hier, was Judith Butlers Verdienst ist, ist, dass sie den Frauen die Illusion genommen hat, die Frauen der Frauenbewegung sprechen für Frauen. Ja? Wo ist das Mandat? Wer hat gesagt, ihr dürft das, ihr dürft für mich sprechen? Ich, Hausfrau, die ich nie was anderes sein wollte. Ich, Frau mit einem interkulturellen Hintergrund, die ich ganz andere Probleme habe. Also die Illusion, dass es wirklich so etwas gäbe, etwas, was alle Frauen verbindet und was auch das Interesse von allen Frauen ist, das gibt es tatsächlich nicht. Das ist manchmal schmerzhaft und manchmal spürt man, da gäbe es vielleicht doch was, aber das müssen wir dann nochmal sehr viel genauer angucken, was in den homosozialen Welten jeweils Frauen und Männer verbindet. Der wissenschaftliche Stand ist, als Menschen sind wir Individuen, es gibt keinen weiblichen oder männlichen Sozialcharakter. Die Aufteilung in Gruppen ist historisch entstanden, über Gesetze manifestiert, durch Vorurteile und Stereotypen gefestigt, durch Interaktion selbst hergestellt. Und diese Polarisierung, dieses Leben in Zweigeschlechtlichkeit, dient auch der Reduktion von Komplexität. Und nimmt man an, es gäbe wirklich nur zwei Geschlechter, zwei Modelle von Menschen, dann sind wir ziemlich auf dem Holzweg, weil das Leben ist sehr viel vielfältiger. Sie müssen sich nur in diesem Raum umgucken, ob hier alle Männer das gleiche Modell repräsentieren, allein vom Äußeren und alle Frauen. Das würde man gar nicht auf die Idee kommen, wenn man da mal so genauer hinguckt. Ich habe jetzt ausgelassen die Anlage-Umwelt-Debatte, aber ich denke, das ist Ihnen auch vertraut. Ich komme mal
zu den Ansatzpunkten für Veränderung. Denn von 1990 bis heute ist natürlich mit diesen Erkenntnissen alles weitergegangen. Also, wir wissen jetzt, dass wir das scheinbar sichere Wissen über Geschlechter selber herstellen und auch verändern können. In den Schulen hat sich mit 1990 auch ganz viel getan. Lange haben Schulleiter gesagt, meine Schule, das wird bestimmt von der allgemeinen Schulordnung. Ja? Oder in den Schulen, wenn irgendjemand sagte, lasst uns doch mal was anders machen, dann hat es geheißen, wir machen das immer so. Ja? Veränderungen wollen wir gar nicht. Das war 1990 vorbei. 1990 begannen Schulen sich zu verändern, sich zu entwickeln, als Einzelschulen sich zu entwickeln. Und sie haben zunehmend darauf gesetzt, dass die Individualität auch der Lehrpersonen, auch der Schülerinnen und Schüler und auch der Eltern, die da in den Schulen mitwirken können, dass sie etwas einbringen, dass eine Schule sich von der anderen unterscheidet, ein Profil, ein eigenes Programm entwickelt und das auch sichtbar wird. Schulen wurden dann aufgefordert, sozusagen sich wirklich zu entscheiden. Und heute haben wir ja eine sehr große Bandbreite an dem, was Schulen entscheiden können. Machen wir weiter mit 45 Minuten, gehen wir auf 60 oder irgendwas anderes. Wir haben zwar eine Stundentafel vorgegeben, aber in welchem Jahr wir wie viele Stunden anbieten, ob wir in Projekte gehen, ob wir Freiarbeit anbieten, auf welche Art von Lernen verbünden wir setzen, ob wir bestimmte Räume einrichten, das dürfen Schulen heute entscheiden, auch deshalb, weil sie sehr viel mehr Finanzautonomie haben, als das früher war. Ein weiterer Ansatzpunkt für die Veränderung ist auch, dass wir nicht mehr nur über Mädchen nachdenken. Das haben wir vielleicht nie getan, aber die Jungs sind ja längst raus aus dem Schuldvorwurf. 1990 war auch ein Hochjahr der Zeit, auf die schwierige Situation von Jungen hinzuweisen, auf den Leidensdruck, der da entsteht, wenn der Imperativ an sie gestellt ist, immer besser sein zu müssen, so war das. Oder sich in bestimmten, also zu zeigen, erkennbar als Jungen zu zeigen. Die Forschungsergebnisse sagen ja, dass auch die Unruhe, die motorische Unruhe oder der Wunsch oder das Bedürfnis danach, Aufmerksamkeit zu bekommen, eben über Tadel geht, weil Aufmerksamkeit wichtiger ist, als sozusagen in die Nische gestellt zu sein. Die Nische, das war der Platz für die Mädchen und ganz egal, um was es ging, war das und dann deutlich machen, dass man da ist, das Gegenprogramm. Wir haben in der Zeit viel Schodorow gelesen, Nancy Schodorow, das Erbe der Mütter, die sagen, Kinder wachsen auf, Jungen mit ihren Müttern, die haben die Väter ganz oft nicht präsent und deswegen wissen die nicht, wie Jungs sich verhalten müssen, die machen dann alles, grenzen sich sozusagen von den Müttern und von allem Weiblichen ab und definieren das nicht weiblicher als männlich. Ein Versuch, das zu erklären, mehr auf psychologischer Ebene. Diese Verletzlichkeit von Jungen zu entdecken, das nicht immer erfolgreich sein zu entdecken, das hatte durchaus entlastende Funktionen. Also entlastend für die, man musste in der Hierarchie jetzt plötzlich nicht immer auf die gleiche Ebene gehen, man musste nicht um die Positionen ringen. Wenn man hinnehmen konnte, dass alle Menschen verletzlich sind, ja, dann ist das nicht mehr so ein Unterscheidungsmerkmal. Und was dann aber passierte, noch nicht gleich jetzt in der Behandlung von Jungen, es gab dann umgekehrte Schuldzuweisungen. Das allerdings erst nach 2000 und darauf kommen wir dann noch. Dieser Aufbruch der verkrusteten Strukturen war ja eine alte Forderung der Bildungsbewegung, wurde nach 1990 allmählich Realität. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für eine demokratische Schule, die wir zunehmend bekommen und für mehr Bildungsberechtigkeit. Wir sind auf dem Weg zur Überwindung geschlechterpolaren Denkens und haben da erst noch ein paar Zwischenschritte abzuarbeiten. Das erste ist, die Forschung über Schule, über Mädchen und Jungen hat eigentlich die Betroffenen nicht wirklich in den Blick genommen, nicht als Subjekte. Und es war eine Forderung zu sagen, was sagen die denn selber dazu? Das ist eine schwierige Fragestellung. Ich habe eine Mitarbeiterin, die macht jetzt Videos mit Kindern in Kitas. Und ich habe lange bezweifelt, dass Kinder in Kitas, also 4-, 5-Jährige, dass die
filmen können. Also und sozusagen mit dem Medium Film zeigen können, was ihnen an der Kita besonders gut gefällt zum Beispiel. Oder wo sie Konflikte haben. Das macht sie in international vergleichender Weise. Und sie konnte mich widerlegen, das klappt. Als Gudrun Schönknecht und Ruth Michalek in Freiburg angefangen haben, Grundschulkinder mit Gruppendiskussionen zu machen, da habe ich gedacht, was soll dabei rauskommen? Also, aber auch das funktioniert nicht richtig. In den frühen 90er Jahren haben Hannelore Vollstich-Wieland und Marianne Horstkämper Schülerinnen und Schüler mehrere tausend von der 3. Klasse bis zur 12. Klasse gefragt, jetzt ist Koedukation, das war vor 30, 40 Jahren ganz anders. Wie würdet ihr das finden, wenn ihr getrennt unterrichtet würdet, mal ab und zu? Und Sie sehen das schon am Titel dieser Studie, die heißt Trennt uns bitte, bitte nicht. Da sagen die Betroffenen, die jetzt Subjekte sein sollen, auf die man hört, mit denen man in den Dialog geht, bitte, das wollen wir nicht. Aber ehrlich, wenn man Kindern sagt, morgen gehen wir da und da hin, oder auf, ja, dann sagen die auch, nein, das machen wir nicht. Oder wenn man Kinder in der 4. Klasse oder wann auch immer in die weiterführende Schule schickt und sagt, du gehst da und dahin, deine Freundin kommt nicht mit oder dein Freund, dann sagen die auch, ich will da nicht hin. Ja, es dauert keine 3 Wochen in der neuen Schule, dann haben sie neue Freunde gefunden und verstehen gar nicht mehr, wieso es schwierig war. Worauf ich hinaus will, ist, diese Frage zu stellen im schulischen Kontext, in dem das Wort Trennung vorkommt, damit ruft man spontan Reaktionen ab. Und wenn dann der Aufschrei kommt, trennt uns bitte, bitte nicht, dann geht das nicht, ist das keine reflektierte Meinung, sondern dann ist das diese Spontanreaktion, die auf die drohende Veränderung hinweist. Ich meine, dass man so nicht fragen kann. Und das, was Sie gemacht haben, ist, 75% haben gesagt, trennt uns bitte, bitte nicht, 25% fanden das eine interessante Vorstellung und wollten das wenigstens mal ausprobieren. Das fällt in diesem Titel deutlich unter den Strich. Ein Ausweg aus der Falle, dass man nicht mehr forschen will, was sind die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, ist, dass man dann versucht hat, nur eine Geschlechtergruppe in den Blick zu nehmen. Und ich selber habe das gemacht in der sogenannten Schikum-Studie. Wir haben Chemie- und Informatikstudentinnen, das ist der erste Teil des Akronyms, die aus Mädchenschulen oder aus koedukativen Schulen retrospektiv zu ihrer schulischen Prägung befragt und wollten einfach rauskriegen, war da was anders. Ja, und das haben wir eben nur mit Frauen gemacht, da haben wir viele Unterschiede festgestellt, ja, aber nicht sozusagen diesen polaren Unterschied, den haben wir sozusagen unterlaufen. Ebenso habe ich das gemacht mit einer Absolventinnenstudie, da habe ich das letzte als Mädchen gegründete Mädchengymnasium und das erste koedukativ gegründete Gymnasium in einer relativen Nähe zueinander, die Absolventin über 20 Jahre geguckt. Und weil ich die Jungs nicht angeguckt habe in der einen Schule, konnte ich diese Gruppen in ihren Altersstufen vergleichen. Wie viele Kinder haben die, in welcher beruflichen Position sind die und vieles mehr. Aber in den Schulen tut sich was und das, was wir nun haben in der Mitte der 90er Jahre, ist das Konzept, was auch heute noch vertreten wird, der flexible Koedukation. Das gilt als Standard heute, Hannelore Vollstich-Wieland hat den Begriff geprägt und der ging in dieses Gutachten ein, das die sogenannte Rau-Kommission, also Johannes Rau, in NRW gemacht hat, Bericht Schule der Zukunft, Zukunft der Bildung, ein Entwurf, wie man das Bildungswesen verändern könnte und da ist das Konzept der reflexiven Koedukation aufgenommen. Und die reflexive Koedukation sagt nun, wir nehmen die Strukturen, die wir vorfinden, nicht mehr einfach hin, sondern wir gucken, wird sie denn Mädchen und Jungen gerecht? Da ist immer noch die Gefahr des polaren Denkens drin, ja, wenn man sagt Mädchen und Jungen. Allen Kindern könnte man auch sagen, in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist deshalb bedeutsam, weil es ja schulische Bedingungen gibt, wie das Frank-Olaf Radke und Mechthild Gomolla sagen, die ja das Buch Institutionelle Diskriminierung veröffentlicht haben, eine Studie, bei der sie gucken, wie die Lehrpersonen die Übergangsempfehlungen nach dem Ende der Grundschule gestalten und sie sagen, dass Kinder mit Migrationshintergrund deutlich schlechtere Chancen haben, an höhere Schulen, bei gleicher Leistung an höhere Schulen weitergeleitet zu werden. Das ist ja ein Befund, den man auch in der Lau-Studie in Hamburg findet und
an vielen anderen Schulen. Die Lehrpersonen müssen reflektieren und fragen, was trage ich denn als Lehrerin, als Lehrer dazu bei, dass sich Mädchen und Jungen entsprechend oder auch abseits ihrer der Stereotype und Rollenkorsetts entwickeln können und ihre Interessen und Bedürfnisse durchsetzen. Also was sind meine Haltungen, mit denen ich ihnen begegne und wie schlägt sich das in meiner Unterrichtsgestaltung nieder? Doing Gender ist ja jetzt der Begriff in der konstruktivistischen Sprache. Und Hannelore Vollstich-Wieland, die ja wirklich sehr rührig ist, mit vielen Studien jetzt auch ethnografisch, hat in einem Hamburger Gymnasium geforscht, hat den Unterricht mitgeschnitten und hat dann festgestellt, ja, die Lehrpersonen haben gelernt. In dem geplanten Unterricht sind sie sehr wohl in der Lage, den Unterricht so in der Sprache, in den Beispielen, in den Abbildungen so anzulegen, dass er geschlechtergerecht ist. Wenn sie aber herausgefordert werden, sozusagen auf eine Smalltalk-Ebene oder sozusagen durch Fragen irritiert werden, dann passiert es ganz leicht, dass sie in der Sprache zurückfallen in alte Stereotype, sexistische Witze machen oder irgendwie aus dieser scheinbar schon festen Rolle reflektierter Koedukation wieder rausfallen. Und sie hat später in Österreich in einer AHS, das ist das entsprechende Gymnasium, eine Schule, die sich als mädchenfreundlich bezeichnet, auch ethnografische Studien gemacht. Und sie haben da manches Hervorragendes gefunden, wie es gelingt, und dann immer wieder auch sehr Merkwürdiges. Zum Beispiel hat man den Werkunterricht, also an technischen Geräten, für Mädchen und Jungen getrennt angeboten. Die erste Stunde in der Werkstatt für die Jungen, da hat man ihnen alle Maschinen gezeigt, auch schon mal laufen lassen, die Geräusche und was man damit machen kann. Die Mädchen wurden sozusagen an der Tür abgebremst. Das Erste, was man ihnen gezeigt hat, war der Erste-Hilfe-Koffer. Und dann hat man ihnen vieles an Sicherheit erklärt. Und also zu den Geräten sind sie in der ersten Stunde überhaupt nicht gekommen. Da war deutlich diese Schonhaltung, ja, und dieses alte Vorurteil von Mädchen und Technik deutlich zu spüren. Es geht weiter mit Studien. Qualitative Studien, Gruppenzusammenhänge, habe ich schon genannt. Die dokumentarische Methode. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, ein Verfahren, in dem man sehr genau dokumentiert, was passiert, damit man auch später Schlüsse ziehen kann. Und sie ist eigentlich zu anderen Zwecken gedacht, aber wenn man die Protokolle, die mit dokumentarischer Studie erstellt werden und ausgewertet werden sollen, die eigentlich zu einem ganz anderen Thema erstellt worden sind, wenn man dann auf die Geschlechterebene guckt, kann man manchmal sehr interessante Entgleisungen in traditionelle Muster finden. Die erste Studie, die nicht den Anspruch hat, Mädchen und Jungen auf Unterschiede zu untersuchen, ist die ethnografische Studie von Breidenstein und Kelle, Geschlechteralltag in der Schulklasse. Die haben eben nicht geguckt, wie verhalten sich Mädchen, wie verhalten sich Jungen, sondern sie haben geguckt, wo gelingt das Zusammensein und was sind eigentlich die Kriterien, nach denen Mädchen oder Jungen akzeptiert werden. Und da geht es eher um Beliebtheit, die ist nicht ans Geschlecht geknüpft, sondern es gibt welche, die fallen aus der Beliebtheit raus und manche, die stehen im Zentrum. Und sie haben diese neuen Linien aufgezeigt und entdeckt. Ja, die Frage, wie geht es den Jungen? Jungen als Opfer, das ist ein Produkt des 21. Jahrhunderts. Da sind wir, Sie kennen vielleicht die Debatte, schadet die Frauenschule den Jungen? Hat man gefragt, PISA-Ergebnisse in den Risikogruppen, die da überhaupt fast ein Viertel ausmachen nach der PISA-Studie bei den 15-Jährigen. Und dann sagt man, das muss doch daran liegen, dass in der Schule vorwiegend Lehrerinnen unterrichten, dass die Jungs überhaupt keine Männer mehr in ihrem Umfeld erleben, dass die Lehrerinnen auch nur Texte, die für Mädchen geeignet sind, im Unterricht besprechen. Das ist der Grund, warum Jungs gar nicht so leistungsfähig werden, wie das Mädchen werden. Bei Mädchen gelingt das auch immer besser. Dazu passt, nicht zu diesem Vorwurf, aber Rainer Geißler, den Sie vielleicht kennen, hat gesagt, das, was mal das Arbeitermädchen vom Lande war, ist heute der Migrantensohn in Ballungsgebieten, also die am stärksten benachteiligte Gruppe. Und daran kann man auch schon sehen, dass es vielleicht nicht das Geschlecht ist, was ausschlaggebend ist für Minderleistung, sondern das soziale Umfeld, wo man groß wird, wie bildungsnah das Elternhaus ist, wie gut die Schulangebote sind. Und das ist nicht am Geschlecht liegt, denn bei den Besten sind natürlich Jungs
auch immer mit dabei. Ich war dann, es fällt ein bisschen raus, diese reduzierte Zirkelfolie, die könnte man an dieser Argumentation ganz gut nachvollziehen. Die Institution Schule besteht jetzt fast nur noch aus Lehrerinnen, insbesondere der Grundschule. Die haben einen heimlichen Lehrplan der Geschlechtererziehung. Die finden nämlich von vornherein, dass Jungen nicht so leistungsfähig sind wie Mädchen. Die haben Mädchenbücher als Lektüren und lassen die Jungs und ihre Interessen hinten weg. Bei Unterrichtsstörungen werden sie disziplinierend und das gerät heute nicht mehr den Jungs zum Vorteil, wie das mal war vielleicht in den 70er Jahren, sondern heute werden sie dadurch ausgegrenzt. Mädchen und Jungen werden sowieso grundsätzlich unterschiedlich wahrgenommen. Und die Selbsteinschätzung der Jungen ist dann auch schlechter und wer sich schlechter selbst einschätzt, kann auch nicht so viel lernen. So könnte man mit diesem alten Instrument diese etwas einseitig geführte Debatte interpretieren mit diesem alten Zirkel. Was wir hier aber haben, und Sie kommen, Jürgen Budde wird kommen in diese Ringvorlesung, der hat ja diese Expertise geschrieben, Bildungsmisserfolg, und das Miss ist eingeklammert von Jung und hat alle Studien ausgewertet, sekundär ausgewertet und kommt eindeutig zu dem Schluss, es liegt nicht daran, dass die Lehrerinnen weiblich sind, ja, sondern es ist vielleicht sogar noch viel schlechter oder ein wenig schlechter, wenn männliche Lehrer da sind, was den Lernerfolg betrifft. Das hat vielleicht immer noch was mit der alten Sachbezogenheit zu tun, die noch nicht alle abgelegt haben. Wer weiß, aber vielleicht auch mit der Art des Schulerhaltens und mit vielen anderen. Wissenschaftlich ist dieses Argument widerlegt. Aber in den öffentlichen Medien hält es sich ziemlich gut. Ja? Die Polarität der Geschlechter, die Andersartigkeit der Geschlechter, die Zuweisung der Technik der Autos den Jungs und die Zuweisung von allem Rosanen, Hochzeitsmessen und sonst was, Fernsehserien zu den Mädchen. Da haben wir es anders als in den 80er Jahren oder 70er Jahren jetzt nicht mehr mit einer Parallelität der wissenschaftlichen Debatte und der öffentlichen Debatte zu tun. Das hat sich weit auseinanderentwickelt. Das ist einfach so. Ich habe erst gedacht, ach, wir fallen hier zurück in defizitorientiertes Denken. Die Schuldzuweisung geht an die Lehrerin. Weil sie eine Frau ist, kann sie nicht so gut mit den Jungs umgehen. Die weiß gar nicht, wie die ticken und was dann alles an Vorwürfen kommt. Aber heute würde ich sagen, das ist Quatsch. Wir haben hier ein Aufflackern traditioneller Muster und das dient jetzt dazu, dass wir uns wissenschaftlich genauer vergewissern, auf welchem Weg wir sind. Ja? Also es hilft uns eher noch mal einmal stärker, na klar ist man verunsichert, aber stärker wissenschaftlich klar zu machen, wo der Forschungsbedarf ist, aber was man eigentlich schon weiß. Und das müsste eigentlich dann wieder in Richtung Demokratisierung und Geschlechtergerechtigkeit führen. Die erste These hatte ich schon erläutert und dieses Wissen, dass wenn man nach Unterschieden in einer Forschungsanlage, wenn man nach Unterschieden zwischen einem jungen Mädchen sucht, dann wird man sie auch finden. Denn genau darauf richtet sich die Aufmerksamkeit. Ob man der Situation gerecht wird, ist eine völlig andere Frage. Aber dass das so nicht geht, dass man nicht Annahmen treffen kann, die dann ja auch nicht widerlegt werden können, weil man guckt ja auf Unterschiede. Das ist sozusagen die Schere im Kopf. Da muss man sagen, in der Forschungslandschaft wird zunehmend offener geforscht, mit weniger Vorannahmen, mit mehr Neugierde und mit weniger Brillen, die man schon auf hat. Und man sieht, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede sind wirklich nicht nach Geschlechter verteilt. Wunderbar. Ich bin bald fertig, aber zwei Dinge noch. Das ist eigentlich auch schon ein 90er-Jahre-Modell. Anne-Doro Prengel hat in ihrer Habilitationsschrift Pädagogik der Vielfalt die Vielfaltsdimensionen entwickelt. Eigentlich zeichnet sie da auch die Demokratisierung der Schule nach. Sie hat diese drei Bewegungen, Geschlechter-, Frauenbewegung, Integrationsbewegung, also Behinderte in der Schule, in die Regelschule integrieren und die interkulturelle Bewegung, mach meinen Kumpel nicht an und sowas, ja, diese zusammengeführt und sagt, wenn wir nun eine Pädagogik entwickeln wollen für Vielfalt, also wo alle sich anerkannt und gut verhandelt fühlen, angenommen fühlen, dann müssen wir eigentlich auf diese drei Dimensionen achten.
betrachten. Und sie sagt, das hat immer eine Forschungsperspektive und eine Handlungsperspektive. Also Menschen sind verschieden, das ist eine Tatsache. Man muss dieser Verschiedenheit aber auch offen und ohne Angst Ausdruck verleihen können. Denn das ist in der Schule, die so viel normiert hat, die so viel zur Anpassung erzogen hat, nicht unbedingt möglich. Für die Forschung heißt das, wie viel Vielfalt ist da eigentlich da? Wie kann man denn erreichen, dass sie sichtbar wird? Das zweite ist Veränderlichkeit. Wenn man meint, einen Menschen zu verstehen, ja, schon passiert, hat sich verändert. Ja, und Schule, also wenn man auf Kinder guckt, die müssen sich ja verändern. Die müssen nicht nur reifen und ihre Entwicklung durchmachen, sondern die sollen ja auch lernen. Und dieses Lernen soll ja nicht irgendein totes Wissen sein, sondern sie sollen sich ja bilden und damit verändern. Also die Veränderlichkeit. Oftmals spricht man aber Schülerinnen und Schüler nicht auf dem Niveau an, das sie erreicht haben, sondern es hinkt oft hinterher. Da müssen wir zulernen. Und das Dritte ist die Dimension, die vielleicht noch am meisten zu dem gewünschten Produkt, nämlich der aufgeklärten Heterogenität, führt, dass man weiß um die Unbestimmtheit. Wir schauen den Menschen vor den Kopf. Was in ihnen vorgeht, wissen wir nicht. Was sie sein könnten, wissen wir auch nicht. Denn dazu müssten sie ja Erfahrungen machen, Erfahrungen reflektieren, wachsen. Dieses gilt es zu beachten. Schülerinnen und Schüler sind zudem unverfügbar. Wir müssen aber lernen, dass die Deutung, die wir für diejenigen haben, wenn wir Lehrerinnen sind oder Lehrer oder in der Uni sind oder überhaupt andere Menschen begegnen, die Deutungen, die wir uns machen, die müssen überhaupt nicht stimmen. Die können mal zutreffen, aber es kann auch völlig anders sein. Das müssen wir uns klar machen. Wir würden selber auch nicht wollen, dass man sozusagen uns wie Programmiermaschinen behandelt und immer etwas erwartet, was wir leisten wollen. Die Geschlechterdebatten haben gezeigt, dass in zementierten Rollen Aufbruch und Bewegung gelangen kann. Mädchen und Frauen sind heute keineswegs mehr Bildungsverlierer. Sie gelangen selbstverständlicher als vor 50 Jahren zu höherer Bildung und ihre Lebensentwürfe weichen von den traditionellen Bildern, wie sie bei Friedrich Schiller gewesen sind, deutlich ab. Und das ist bei jungen Männern auch so. Unsere Ausgangsfrage von Sex in Schools: Welche Bedeutung hat das Geschlechterverhältnis für die Schule? Dazu möchte ich sagen, wenn es unter Geschlechteraspekten gelingt, Schule gut zu machen, ist noch lange nicht alles gut. Denn das Geschlecht ist ja nur eines von den vielen Strukturmerkmalen. Und die Fragen von Interkulturalität und Inklusion sind genauso zu beachten und vielleicht noch mehr. Vor 50 Jahren hat eine breite und doppelt angelegte Bildungsbewegung losgetreten worden mit dem Sputnik-Schock. Und ich möchte noch einmal ganz kurz die Erfolgsfaktoren benennen. Einmal war die Zeit reif für echte und nicht nur für formale Gleichheit, die ja schon im Grundgesetz stand und irgendwo postuliert wurde. Der Weg führte über doppelte Ziele, die Mädchen fit machen für die Zukunft und gleichzeitig dabei die Lehrerinnen auch aus ihren Zwängen von Zurückhaltung, aus ihren eigenen Rollenzwängen befreien. Die Debatte wurde erst einmal in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Wissenschaft lange parallel und nicht diametral geführt, jedenfalls zum großen Teil. Und diese aufgeklärte Heterogenität, die ist nicht nur das Konzept für Geschlechterfragen, sondern es gilt gegen jede Art von Diskriminierung, die überwunden werden soll. Und statt des ebenso nüchternen wie Aufmerksamkeit erheischenden Begriffs Sexing Schools könnten wir vielleicht zukünftig von Intersecting Schools sprechen. Intersektionalität. Das ist das neue Paradigma, mit dem man nun Menschen ansieht, nicht mehr nur als Geschlechtswesen, nicht mehr nur das Alter, nicht mehr nur die soziale oder die regionale Herkunft, sondern das Konzept ist, und das können Sie ganz gut selber lesen, denke ich, eine Mehrebenenanalyse anzustreben. Denn manchmal nimmt man manche Effekte zusammen und sie exponieren sich. Manchmal heben sie sich gegenseitig auf und neutralisieren sich. Wir kommen der Wahrheit, wenn man so will, dann nähern wir uns eher an, wenn wir nicht nur auf eine Kategorie schauen. Allerdings gibt es eine
ziemlich vehemente Debatte darüber, ob wir jetzt auf das Geschlecht verzichten können und es im intersektionellen Paradigma aufgeht oder ob das, ob es nicht doch Vorrang hat, weil es so dominant ist. Und das ist noch eine ungeklärte Frage. Das sind die Merkmale. Hier unten ist das Portal Intersektionalität, seit kurzem online. Das ist ganz interessant, mal reinzugucken. Die Frage bleibt abschließend, wie viel Aufmerksamkeit braucht denn das Geschlechterverzeichnis in der Schule? Und ich möchte sagen, wenn der Unterricht anspruchsvoll ist, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv handeln, wenn das ihr Unterricht ist und nicht einer, den sie erleiden, wenn das inhaltliche Spektrum breit Interessen abbildet, Zugangswege, wenn es wie beim kooperativen Lernen individuelle Verantwortung und positive gegenseitige Abhängigkeit gibt, wenn man mit Feedback arbeitet, wenn man das Wissen, also sozusagen auf der Metaebene, sich immer wieder vergewissert, was man alles kann, dann kommt nicht so viel Unsicherheit und falsche Attribuierung. Wenn im Klassenzimmer Regeln gelten, die eingehalten werden müssen, was das gute Zusammenleben betrifft, dann kann es sein, dass das Geschlechterverhältnis keine besondere Aufmerksamkeit braucht. Aber das Geschlechterverhältnis ist schon so eins, was immer mal wieder kritisch wird, wo immer mal wieder das Pendel nach links oder rechts aufschlägt. Deswegen brauchen wir an Bildung Beteiligte sowas wie ein latentes Frühwarnsystem, wo man merken kann, oh, da wird jemand immer stiller, was ist da los? Hier entwickelt sich etwas in diesem Klassenzimmer, was so nicht gewollt ist. Und da kann das Geschlechterverhältnis durchaus bedeutsam sein. Und von daher ist es immer wieder wichtig, so neue Bestandsaufnahmen zu machen, Forschung weiter zu betreiben und dieses Demokratieprojekt, nämlich Gerechtigkeit auch in Bildungsfragen umzusetzen, das ist noch auf absehbare Zeit unverzichtbar. Vielen Dank.